Moin moin und herzlich willkommen zurück zu Enderal. Und ja, da vorne müssen wir zu einem gewissen Herrn. Hallo. Und? Habt ihr was gefunden? Ihr seid ein Lügnermelde und ein Mörder. Einige sogar, zum Beispiel, dass ihr eine Liebschaft mit der Gefährtin eures eigenen Bruders hattet und den Tod von Panthers und seiner Familie angeordnet habt. Vielleicht könnt ihr mir erklären, was das zu bedeuten hat. Machen wir mal so. Was? Oh, verdammt. Ich wollte nie, dass jemand zu Schaden kommt. Das müsst ihr mir glauben. Diese ganze Sache ist einfach aus dem Ruder gelaufen. Erklärt euch. Niemand soll zu Schaden kommen. Deshalb habt ihr einen Auftragsmörder aufgefallen, schätze ich. Erklärt euch. Ja, ja. Yuga, sie hat ihn nie geliebt, wisst ihr? Der einzige Grund, dass sie seine Gefährtin geblieben ist, war ihre Wegestreue und weil eine Trennung für ihn einen totalen Gesichtsverlust im Dorf bedeutet hätte. Und mit ihr anzubandeln war sicherlich der beste Weg, um die Situation zum Guten zu wenden. Nein, sie hat das angefangen, nicht ich. Ich meine, ja, ich bin darauf eingegangen, aber wobei, Malfas, das ist alles so verdammt falsch gelaufen. Und lasst mich raten, niemand hätte es gemerkt, wenn Panthers euch beide nicht zusammen beobachtet hätte. Ja, wir trafen uns immer in der Nacht kurz vor Dämmerung am Strand. Panthers wollte vermutlich gerade seinen Kutter aufs Meer fahren und hat uns gesehen. Ich meine, er hat zwar so getan, als hätte er nichts bemerkt, aber das hat er, da bin ich mir ganz sicher. Er hatte nie vor, jemandem davon zu erzählen. Ich habe es gesehen in einer meiner Visionen. Ja, das habe ich Mathilda auch gesagt, aber sie hatte solche Angst. Könnt ihr das nicht verstehen, dass jetzt alles zusammenbricht? Ihr Leben, ihre Wegestreue, einfach alles. Oh, sorry, musste wieder niesen. Und warum habt ihr Yuga nicht davon erzählt? Vielleicht hätte er euch verziehen? Ja, vermutlich hätte er das sogar. Wisst ihr auch warum? Weil Yuga zumindest Mathilda alles verzeihen würde, so abgöttisch, wie er sie liebt. Er hat immer schon gedacht, der beste Weg, um eine Frau zu gewinnen, sei sie auf ein Podest in den Sternen zu heben und von unten aus anzubeten. Ja, den Fehler hatte ich auch früher gemacht. Vermutlich genau das der Grund dafür ist, dass die Mädchen ihn schon damals als Bursche immer links liegen gelassen haben. Und dass Mathilda sich woanders nach einem echten Mann umgesehen hat. Und weil Mathilda Angst hatte, habt ihr keine andere Lösung gesehen, als den Fischer zu beseitigen? Nein. Ich meine ja. Habe diesen Kerl angehört und ihm die Lage geschildert, aber er sollte Panthers doch nur bedrohen, ihn zum Schweigen bringen und nicht, verdammt nochmal, nicht umbringen. Bitte, Madame, ihr müsst mir glauben. Diese Krankheit von Mathilda, diese Stimme, sie sind mal fast Strafe für das, was wir diesem armen Mann angetan haben. Sie wird nicht mehr aufwachen, das spüre ich tief in mir. Und wenn ihr Yuga jetzt auch noch die Wahrheit erzählt, dann erreicht ihr damit rein gar nichts, als dass ihr einen ohnehin schon gebrochenen Mann noch weiter brennt. Na schön, ich lasse euch laufen, aber ich tue das für Yuga. Wenn er schon seine Gefährtin verliert, dann soll er sie nicht so in Erinnerung behalten. Wenn ihr mein Schweigen wollt, solltet ihr sicherstellen, dass es sich für mich auch lohnt. Wir spielen Arschloch. Lohnen? Ihr meint, ihr wollt Geld? Ja. Nein, Luft und Liebe natürlich. Gut, natürlich. Wenn ihr mir das Dokument gebt, zahle ich euch auf der Stelle. Hier, ist das genug? 70 Groschen nehmen, Papiere geben. Ja, gebt her, hier sind die Papiere. Gut, am besten ich. Was zum... Nein! Helft mir! Alter, was? Die Frau sieht euch wortlos. Was stand da jetzt? Wir haben immerhin 70 Groschen verdient. Die Frau hat sich gerecht. Was auch immer das für eine Frau war. Wie kommen wir zurück? Da ist wieder so ein Woll. So ein Küstenpirscher. Oh, zwei. Drei.
So, wo ist der dritte? Wehe, der holt Verstärkung. Dreckswolf. Hä? Wo ist er hin? Jo, der hat tatsächlich Verstärkung geholt. Jo! Warte mal. Für 4 Sekunden erhöht euer Arkanistenfieber um 2%. Schnell eine Brezel. Oder warte, wir haben Krustenbrot. Das war doch ein bisschen viel gerade auf einmal. Den Lachs nehmen wir mit. Muss irgendwie wieder da hoch zur Straße. Ich glaube, das ist der Weg. Aber dass der Wolf auch noch hier Verstärkung holt, das fand ich jetzt scheiße von denen. Aber auch cool gemacht, muss man auch sagen. Ich frage mich jetzt eigentlich, wie wird Ding. Hey, du da! Ja, genau, du! Soll ich dir ein Geheimnis sagen? Nicht jetzt, Silas! Zilo hat euren Einbruch der AK-Garde gemeldet. Ein Kopfgeld wurde auf euch gesetzt. Was? Oh! Warte mal, kann ich Statistik? Kopfgeld 40. 40 Gold? Kann ich das bei irgendwem begreifen? Malfas zum Gruß. Viele und kaum gute. So viele Wegelagerer und Strauchdiebe wie in den letzten beiden Jahren habe ich noch nie gesehen. Was ist nur los mit dieser Welt, frage ich mich. Alles geht sich an die Gurgel. Tier und Mensch, sogar die Toten. Seid einfach vorsichtig auf euren Reisen. Okay, ich kann das nicht einfach so irgendwo begleichen. Ich würde gerne irgendwo begleichen. Apropos. Kann ich Ihnen was hier einlagern? Set des vielgereisten Fußstapfen des Schleichens 4% effektiver, erhöht Ausdauer um 4%. Pferdeflöte. Kann ich damit mein Pferd rufen? Warte mal. Mein Arkanistenfieber ist bei 12%. Okay, gehen wir nochmal zu dem netten Herrn. Sagen wir ihm jetzt die Wahrheit oder?
Werter Herr Major? Jura? Major? Sie ist tot. Ich weiß nicht, wie ich das sagen soll, aber Meldor ist tot. Es tut mir leid, das sagen zu müssen, aber Meldor und Mathilde hatten eine Affäre. Erstmal mein Beileid. Danke. Ich weiß nicht, wie ich das sagen soll, aber Meldor ist tot. Was? Wir waren in der Nähe des Hauses unterwegs und ein Küstenpirscher hat ihn angefallen. Ich konnte nichts tun. Ich verstehe. Danke für eure Ehrlichkeit. Wie geht es euch damit? Ich glaube, diese Frage könnt ihr euch selbst beantworten. Bitte, ich brauche etwas Zeit für mich. Geht in mein Schreibzimmer und öffnet die Schatulle in der Ecke mit diesem Schlüssel hier. Der Inhalt wird euch für eure Mühen entschädigen. Und jetzt bitte ich euch, mich allein zu lassen. Welche Ecke? Welche Schatulle? Die hier? Ne, das ist stehlen. Noch hier? Der kluge Junge und die Wegestreue. Wo muss ich hin? Welcher Schatulle? Da ist eine Schatulle. So. Das dürfen wir nehmen, ne? Apropos, wir haben ja Bücher. So, Handwerksbuch, Fingerfertigkeit, Lehrling. Verzauberung, Lehrling. Und Entropie-Lehrling. Das ist schon Geselle. So, dann hier. Lernen wir. Immer sowas lernen, finde ich. Ist immer wichtig. So, wechseln. Seid gegrüßt. Sagt Bescheid, wenn euch was ins Auge fällt. Ja, ich will mal gucken, ob ich dir was verkaufe. Nee, ich kann ihm nichts verkaufen. Gehabt euch wohl. Die ist auch eine Alchemistin. Kann ich hier mit ihm was machen? Gerbgestelle können benutzt werden, um Tierhäute in Lederstreifen zu verwandeln, die zu Rüstungsteilen verarbeitet werden. Lederhaut. An diesem Aushängebrett werden Kopfgeldaufträge und Gesuchte aufgeschrieben. Der wegelose Redrick Bodenstein wird gesucht für mehrfachen Betrug und schweren Raub. Er ist stämmig, hat blaue Augen und einen blonden Bart. Er gilt als höchst gefährlich und es wird zu großer Vorsicht aufgerufen. Für sein Ableben sind 180 Endralea Groschen ausgeschrieben. Machen wir auch mal. Madame? Kurus Krämerladen. Da können wir bestimmt was verkaufen. Ah, willkommen, willkommen. Wie kann ich euch behilflich sein? Ja, ich zeig mir mal, was ihr im Angebot habt. Dies und das. Schaut einfach selbst.
So, ich möchte Sachen verkaufen. Wie den Eisendolch. Das können wir auch noch verkaufen. So, was haben wir hier, was wir noch verkaufen können? Ein Eisenharnisch oder die Lederstiefel. So, das können wir verkaufen. Ich weiß nicht, die brauche ich glaube ich doch, oder? Obwohl, die wiegen so viel. Der wiegt auch so viel, dann weg damit lieber. Schreitet wohl. Ihr seid nicht von hier, oder? Ich habe gehört, wie ihr geredet habt. Nee, ich komme von woanders. Von weit weg. So, dann ab zur Kneipe. Wo waren die nochmal? Haus der Beos? Oder Bajus? Wo war die Taverne jetzt? Weiter unten? Ich glaube, hier war sie, oder? Ne, das führt hinaus. Da war sie doch bestimmt. Einmal die Nacht hier wieder verbringen. Und dann gehen wir zu Silas. Zur betrunkenen Biene, genau. Da will ich hin. Eine Partie? Kommt, setzt euch doch. Noch eine erschöpfte Seele. Was darf sein? Ich hätte gern ein Zimmer. Ja, wir hätten da was. Zwar kein Palast wie in den Tempelgärten, aber auf jeden Fall bequem und günstig ist es noch dazu. Wie wär's? So, okay, das klingt doch vernünftig. Wunderbar. Dann lasse ich mal den Raum für euch aufsperren. Erholt euch gut. Auf bald. So, was war nochmal mein Zimmer hier? Das da hinten, glaube ich. So, es ist 8 Uhr abends, also fast 8 Uhr abends. Machen wir 12 Stunden draus. So. Mal fast zum Gruß. Mal fast zum Gruß. Es ist doch immer dasselbe mit diesen Männern. Immer dasselbe mit diesen Männern. Ja, natürlich. Hallo? Alle denken nur an das eine. Hallo? Wie man am besten seine Pokémon züchtet. Und auflevelt. Irgendwann werde ich mal Abenteurer. Und dann gehe ich die ganze Welt. Okay, Silas, du bist dran. Hey, was hast du für da. Mich? Ja, genau, du. Soll ich dir ein Geheimnis sagen? Was meinst du? Naja, ich hab was gefunden, was richtig Tolles. Aber allein komme ich damit nicht weiter. Ich brauche die Hilfe von jemand Großem und Starkem. Wie wär's also? Ich zeige dir, was ich meine, und du versprichst mir dafür dann, dass du mir damit hilfst. Was sagst du? Und du willst jemand Großen und Starken dafür? Und da denkst du an mich. Okay. Was ist denn damit? Das zeige ich dir gleich. Aber erst musst du mir versprechen, dass du hilfst. Komm schon, sei kein Frosch. Na schön, ich helfe dir. Zeig mir dieses Geheimnis. Ja, klasse! Ich wusste, dass du Ja sagen würdest. Komm mit. Ja, es hat aber auch gedauert, bis ich Ja gesagt habe. So, Kleiner, wohin? Die Kiste?
Sodala, schau, das hier habe ich gestern beim Krabbensuchen gefunden. Toll, oder? Eine Büchse? Ja, und weißt du was? Wenn man sie schüttelt, hört man so ein Klimpern, wie als wenn da Münzen drin wären. Alles, was wir also tun müssen, ist sie aufbrechen und dann können wir uns die Beute teilen. Und ich könnte Papa das Geld für den Spitzbartmann geben. Also, was meinst du? Kriegst du sie auf? Ich hab's schon versucht, aber die ist richtig feste zu. Spitzbartmann? Ja, dieser eine Kerl aus der großen Stadt, der immer kurz vor Mondwende kommt und Geld von den Leuten will. Janka oder so nennt Papa ihn immer, glaube ich. Janka, meinst du, schuld dein Vater diesem Janka Geld? Ich glaube schon, ja. Er versucht immer so zu tun, als wäre alles in Ordnung. Aber ich bin ja nicht blöd. Vielleicht sind in der Büchse ja genug Groschen drin, damit Papa den Kerl bezahlen kann. Na gut, lass mich mal versuchen. Aber erstmal die Krabben. Ihr seid auf Stufe 7 aufgestiegen. Ihr habt 5 Lernpunkte, 4 Handwerkspunkte. Ich würde nochmal auf Lebensenergie gehen. So, mein Junge. Dann machen wir mal auf. Egal, was ihr versucht, das Schloss gibt Okay, warte mal, haben wir irgendwie was? Hier vielleicht? Anrufen, Chaos-Nova, Erdung, Lambis, Geisterwolf rufen, gleißender Funke. Und die Idee, um neue Erinnerungen freizuschalten und somit eure Fähigkeiten zu verbessern. Kyranische Kampfhaltung, Stufe 1. Raja erhöht für Schatten des Windes. Wohltat. Zweiter Atem. Interessante Bilder da unten. Wundbrand und seltsames Fieber. Okay, warte mal. Okay, jetzt haben wir nur noch das seltsame Fieber. Aber... ja, wir sind ja eine Stufe aufgestiegen, wieder mal. Dann würde ich vielleicht mal hier auch in Richtung Mitte mal gehen. Hüter Moloch. Was macht er denn? Schwere Rüstung ist 50% wirkungsvoller. Machen wir mal hier auch Moloch. Was? Wie viel habe ich noch? Okay, 0. Gut, dann gehen wir wieder zurück. Aus der Meditation raus. Wir müssen ja auch ein bisschen hier uns verbessern. Ja, das war's. Dann schauen wir mal. Da sind... Ach nee, was soll das denn? Was sind da drin? Das sind keine Groschen, das sind irgendwelche komischen Teile und ein Stück Papier. Hier, guck's dir selbst an. Alte Notiz wurde in den Teil hinzugefügt. Die alte Notiz lesen. Alte Notiz. Erhaben, stolz und voller Kraft, sobald er dann für Tag und Nacht. Er spendet Segen in der Not auf unserem Pfad bis in den Tod. Und? Hast du was? Sieht mir nach einer Art Gedicht aus. Ich weiß nicht. Ein Gedicht? Was, wenn das ein... wie heißt das? Ein Rätsel ist? Lies mal vor, was steht da genau? Erste Strophe vorlesen. Segen in der Not. Das... Ach, Menno. Wieso müsst ihr Großen immer so umständlich reden? Wobei...
Der Pater spricht doch immer was von Segen bei den Messen. Vielleicht meint der Schreiber damit den Schrein. Schnell, geh nachschauen. Ich muss zurück zum Hof und die Leoren füttern. Sag mir dann aber unbedingt Bescheid, wenn du was gefunden hast. Den Gedicht beschriebenen Ort finden. Ist jetzt die Frage, wo sollen das sein? Warum hat sie ein Schwert? Hi Striezel, böser Hund. Was passiert, wenn wir das sagen? Ich habe so ein Mitleid mit ihm. Mann. Aber so stumm. Einfach stumm sagen, grundlos hier. Böser Hund. Aus. Böse. Pfui. Der versteht bestimmt nicht einmal, was ich von dem will. Nie mag Striezel. Ihr seid Abenteurer, oder? Ihr habt sicher jede Menge zu erzählen. Noch habe ich nicht viel zu erzählen, zumindest nicht von hier. So, gibt's hier irgendwie was? Flussheim Arrestzellen. Geier. Schreitet wohl. Gibt es irgendwas Interessantes hier in der Gegend für einen Abenteurer? Wieso meinen eigentlich alle Reisenden immer, ich sei hier, um ihre Fragen zu beantworten? Naja, sei's drum. Seht euch mal den alten Strand gleich hinter Mareks Hof an. Da wird immer eine Menge alter Plunder angeschwemmt. Ihr solltet allerdings mit einer Menge Flussgraben rechnen. Aber ihr seht aus, als werdet ihr damit fertig. Gibt es irgendwelche Neuigkeiten? Von tollwütig gewordenen Tieren, Horden auferstandener Gruften und dieser grassierenden Geisteskrankheit mal abgesehen? Nein, seid einfach vorsichtig. Okay, ich darf hier nicht pennen. Hier darf ich pennen, das wäre meine Zelle. Interessant. Einfach mal mich an eine Zelle bedienen hier und dann schlafen legen. Aber ich habe noch keinen Schimmer, was diese Quest angeht, wo ich genau suchen muss. Aber ich finde es super, dass man hier nachdenken muss. Vielleicht hier hinter irgendwie noch irgendwas? Wieso sind hier Kerzen? Manche Schichten gehen einfach nie zu. Na los, geht weiter! Ich habe immer das Gefühl, die wollen mich bestehlen. Flussheim Tempel, gehen wir mal da rein. Vielleicht hat es damit was zu tun. Meine Damen. Ich sagen, bin ich so riesig? Lesen Liedtext. Predigten finden jeden Tag zwischen 21 und 23 Uhr statt. Refrain 1. O Malphas, ja, wir preisen dich. Wären wir doch ohne den Pfad nichts. Jubeln, ja, wir zelebrieren, anstatt nach mehr und mehr zu gieren. Vers 1. Einst irrte ich im Nichts umher, war wegelos und auch allein. Doch dann sah ich dein Licht und Weg, und mein Geist war fortan frei. O Malphas, ja, wir preisen dich, wären wir doch ohne den Pfad nichts. Jubeln, ja, wir zelebrieren, anstatt nach mehr und mehr zu gieren. Du schlugst die Fesseln, ja, in zwei, die meinen Geist gefangen hielt. Mein Pfad, er führt mich immer noch. Mein Geist, er ist für immer dein. O Malphas, ja, wir preisen dich. Wären wir doch ohne den
Fahrt nichts. Wir jubeln ja, wir zelebrieren, anstatt nach mehr und mehr zu gieren. Da nochmal die Text. Ging hier einfach über Liedtext herum. Unfassbar, was bei dem Federwalz passiert ist. Ich will mir gar nicht vorstellen, was der Major gerade durchmacht. Ja, tut mir auch leid, aber naja. Der Pfad, Buch 12, die Sternensommer. Wir haben uns heute alle hier zu versammeln, um die Daedra anzubeten. Nein, keine Ahnung. Das ist doch die eine Statue, die hier bei Ark ist. Interessant, bei der hängt die Brust raus. So. Hier da kann ich nicht durch. Hier aber auch nicht. Unfassbar, was bei dem Federwalz passiert ist. Ich will mir gar nicht vorstellen, was der Major. Ja, der tut mir auch echt leid. Aber das wird wahrscheinlich dauern, bis der wieder gut gelaunt ist. Was ist denn das für eine Burg? Das ist Westen. Irgendwo hier wahrscheinlich, hier. Da will ich auch mal hin. Ich find's krass, wir haben nur die Hauptstadt bisher richtig erkundet und halt das, wo wir das Tutorial hatten. Und das auch noch nicht mal fertig erkundet. So. Ihr seid nicht von hier, oder? Ich habe gehört, wie ihr geredet habt. Schreitet wohl. Wie ist die Lage in der Wildnis? Ach, fragt besser nicht. Die Wölfe verhalten sich, als stünden sie unter irgendeinem Fluch. Attackieren alles und jeden und reißen wild, dass sie am Ende nicht einmal verspeisen. Das muss dieser rote Wahnsinn sein, von dem jeder spricht. Herrje, wohin soll das nur führen? Ich bin neu in der Gegend. Habt ihr irgendwelche Tipps? Tipps? Seid einfach vorsichtig, wenn ihr außerhalb der Stadt seid. Das sind unruhige Zeiten. Ja. Okay, dann gibt's nichts Neues. Irgendwann will ich auch mal nach Ark. Alles soll so groß und glänzend sein dort. Groß, ja. Glänzend bin ich mir noch nicht so sicher. Aber ich glaube, Silas Aufgabe können wir noch nicht machen. Wie viel Gold haben wir bisher? 962. Warte mal dann. Nein. So, gesucht in Flussheim. Redrick Bohrenschlag zur Strecke bringen. Mal gucken. Hallo. Machen wir ein paar solche Aufträge. Ist nur die Frage, wo genau finden wir den? Da oben wahrscheinlich in dem Feld. Komm ich da noch mal hoch? Ja. Wenn der Wille groß genug ist, dann schafft man überall wieder hoch. Nochmal schnell speichern. Na komm her, kleine Ratte. Oh, ausgewachsene Ratte. Der Typ soll hier sein. Verschütteter Keller. Der hat sich hier verkrochen.
Alter, ich sehe gar nichts. So, Fackel. Na, aber ich mag es, wenn es dunkel sein muss, dass es dann richtig dunkel ist. Ah. So. Lassen wir das mit dem Schleichen fürs erste Mal sein. Okay, das ist ein richtiger Irrgarten hier wahrscheinlich, hier. Eisenerz. Abbauen. So gehört sich das. Dann haben wir Eisen. Da ist die nächste Ratte. Das führt nirgendwo hin. Ich wollte schon sagen, liegt da was? Nochmal schnell speichern. Von uns. Greift sie euch! Ich sehe nichts! Nehmen wir mit. So. Schädel nehmen wir auch mit. So. Ranzig. Frostschutztrank. Ich glaube, ich mache die Fackel auch als Favorit. Dass ich dann immer wieder wechseln kann dazwischen. Die gehen aber richtig schnell jetzt gerade hinüber. So, blutigen Schädel, nice. Ich weiß schon, wie ich meine Hütte dekorieren werde. So, Essen nehmen wir mit. Pfeile nehmen wir mit. Der verlorene Brigant nehmen wir auch mal mit. So, noch einen blutigen Schädel, nice. So, nehmen wir auch mit. Jo. So. Dreck Bohrenschlagskopf entgegennehmen. Kopfgeld entgegennehmen. Was hat er hier? Lederhelm. Verschlissene Robe der Magieregeneration. Mal gucken, was die hier sonst haben. Noch mehr Eisenpfeile.
Ein Kürbis können wir essen? Kohl nehmen wir auch mal mit. Kochstelle benutzen wir mal. Können wir da nicht auch was kochen? Ihr könnt Nahrungsmittel kochen, um sie effektiver zu machen. Dafür nötigt ihr Zutaten wie Grundnahrungsmittel und Salz. Gekochte Lebensmittel sättigen euch bedeutend länger und sorgen so für langfristige Lebensregeneration. Archaisch vegane Suppe. Brauchen wir einen Kohl, eine Kartoffel, Lauch, Tomate. Will ich mal ausprobieren, wenn wir sowas finden. So, hier. Ich guck mal, ob wir hier irgendwo Tomate, Kartoffel und sowas finden. Was haben wir hier? Gesegnete Lederhandschuhe? Ein Rucksack! Okay, hat nur Fackeln. Ich dachte, ich könnte den Rucksack mitnehmen. Krustenbrot. In der Truhe, was gibt's hier? Nochmal Pfeile, Groschen, Lavendel. Okay, ich guck mal, ob wir vielleicht irgendwas anderes zumindest kochen können. Irgendwas muss es doch geben, oder? Salz. Mir fehlt Salz. Gibt es hier sonst noch irgendwo vielleicht irgendwas? Ich glaube, hier gibt es gar nichts. Außer diese Kappen. Wo geht's nochmal raus? Ah, hier. So, wieder auf Eisenschild. Und liefern wir das Kopfgeld ab. Zu wem muss ich damit? Schreitet wohl, mein Kind. Wie kann ich euch helfen? So, Anschlagbrett. Okay. 180 Groschen? Ah, okay. Ja, dann würde ich sagen, ich mache jetzt eine kleine Pause vom Aufnehmen. Ja? Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Vielen Dank, dass ihr wieder mit dabei wart. Ich bin's, euer Max Deus und ciao.